Liebe Freunde der Kinder- und Jugendmedizin, wir sind heute hier am HAB 27, um den Kongress für Kindermedizin in der ersten Oktoberwoche in diesem Jahr für Sie optimal vorzubereiten. Liebe Frau Dresmann, heute sind wir ja in der riesigen Kongresshalle des HAB 27. Wir haben ja gemeinsam uns jetzt Monate und Jahre lang den Kongress überlegt, was bedeutet für uns beide Hybrid? Genau, Hybrid. Das ist das erste Mal, dass wir jetzt den Kongress ja so organisiert haben. Das heißt, dass wir hoffentlich viele Zuschauer hier im HAB 27 in Berlin sehen werden. Aber dass es eben genauso gut die Möglichkeit auch gibt, unser tolles wissenschaftliches Programm von zu Hause, aus der Praxis, aus der Klinik, aus dem SPZ zu verfolgen. Was ist für unsere Teilnehmer ganz konkret wichtig? Thema Hygiene, Corona? Also erstmal, wenn Sie nach Berlin kommen wollen, melden Sie sich schnell an. Dann wird es so sein, dass es quasi ein spezielles Konzept gibt. Wir natürlich die Hygienevorgaben hier des Berliner Senats einhalten werden. Und natürlich die 3Gs, die sind Ihnen wahrscheinlich jetzt schon von anderen Veranstaltungen bekannt. Also natürlich ist es erfreulich, wenn möglichst viele Doppeltgeimpfte oder auch Genesene hierher kommen. Und ansonsten müsste man sich dann testen lassen, um den Kongress besuchen zu können. Auch das wird ja sichergestellt werden. Die Informationen, wie man an die Testung rankommt, wird alles gegeben sein. Was war für Sie so persönlich in dieser Hybridplanung ein Highlight? Also erstmal, ich finde es eigentlich wirklich toll, dass es auch ein digitales Programm gibt. Das ermöglicht ja auch, weiß ich nicht, jungen Eltern zum Beispiel oder Kollegen, die erkrankt sind, jetzt trotzdem am Kongress teilzunehmen. Einige müssen ja auch immer die Stellung in den Kliniken halten. Auch die haben jetzt die Möglichkeit, auch in München zumindest vielleicht einen Tag dabei zu sein. Das finde ich ganz toll. Ich hoffe sehr, dass das ein gutes Format werden wird und dass sich das vielleicht auch für die nächsten Kongresse dann etablieren wird. Lieber Professor Girschig, jeder Kongress hat ja thematische Schwerpunkte. Welche sind das denn in diesem Jahr hier bei uns in Berlin? Ja, wir haben uns ja gemeinsam mit den befreundeten Fachgesellschaften Sozialpädiatrie und Rheumatologie, auch Chirurgie und natürlich die Pflege, intensiv Gedanken gemacht. Im Vordergrund, so wie wir es jetzt gerade in der Monatsschrift zusammengefasst haben, ist ja das Thema Entzündung und Bewegung, digitaler Wandel in der Medizin, nicht nur in der Dokumentation der Akte, aber auch in der Diagnostik. Dann haben wir das große, uns alle bedrängende Thema Coronavirus-Infektion, Covid, die Pandemie. Und letztendlich sind aber eine Vielzahl von Themen breitest, gerade in der Sozialpädiatrie, zum Beispiel Hilfsmittelversorgung, Autismus, Ihre Themen. Also ganz spannend im ganzen Bereich. Was würden Sie den Zuschauern empfehlen? Wie sollen die jetzt vorgehen? Das Programm ist ja dieses Jahr sehr dicht gedrängt. Es sind 12 Kanäle gleichzeitig. Ja, 12 Schienen, 5 Kanäle davon digital online erhältlich. Das macht es einfacher, weil das Programm im Nachhinein nochmal geguckt, sortiert, geschaut, gestreamt werden kann. Aber natürlich so vor Ort sich zu entscheiden, ist schwierig. Da kann man jetzt schon sich das Programm ansehen, gucken, was einem am nächsten liegt. Ich für mich habe natürlich so das Thema Entzündung, Inflammation, Infektiologie, aber das muss jeder selber und kann jeder selber sich aussuchen. Ich lasse Sie jetzt nicht raus. Welche Session werden Sie auf jeden Fall sehen? Ja, ich werde hauptsächlich die Covid-Sessions mir anschauen, weil wir da sehr stark verbinden, Entzündungsvorgänge, Überentzündung, Hyperinflammation, dann mit den epidemiologischen Daten, was ist aktuell für uns alle wichtig, wie therapieren wir betroffene Kinder, welchen Bezug haben wir zur Grundlagenwissenschaft, das sind die ganz spannenden Themen gerade. Ja, liebe Frau Petzmann-Sitas, wir saßen nun jahrelang zusammen. Insgesamt 6 Fachgesellschaften haben an diesem Kongress geplant. Glauben Sie, das ist eine gute Idee, dass man 6 Fachgesellschaften zusammenfragt, inklusive Ihres Verbandes für Kinderkrankenpflege? Oder profitieren wir einfach von dieser Vielfalt und können voneinander lernen? Was ist da Ihre Meinung dazu? Ich glaube, wir profitieren insgesamt sehr voneinander. Uns eint immer die Sorge um das erkrankte Kind und deren Familie. Aber den Kongress veranstalten wir schon viele Jahre gemeinsam, das heißt interprofessionell und interdisziplinär. Und die Plenumsveranstaltungen konzipieren wir auch so. Jeder kann die Veranstaltungen und Sessions der anderen Fachgesellschaft besuchen. Und es hat sich seit vielen Jahren bewährt. Ich denke, dass es auch dieses Jahr so sein wird. Dr. Kalinich, die Gesellschaft für Kinder- und Jugendrheumatologie ist in diesem Jahr neu dabei.
Welche besonderen Themenschwerpunkte werden wir denn hier präsentiert bekommen? Ja, die Kinderrheumatologie ist ein sehr breites Fach und wir behandeln in der Kinderrheumatologie eben Patienten mit rheumatischen, autoimmunologischen Erkrankungen wie der juvenilen idiopathischen Arthritis, den Kollagenosen und den Vaskulatiden. Und ein Schwerpunkt wird sicherlich sein, die ganz aktuellen neuen Erkenntnisgewinne zu beleuchten, die uns das pathophysiologische Verständnis dieser Erkrankung besser verstehen helfen und die uns auch helfen, die Diagnose und die Therapie dieser Erkrankung noch frühzeitiger und noch personalisierter durchführen zu können. Aber chronisch entzündliche Erkrankungen treten eben auch an anderen Organen auf, wie beispielsweise der Niere, dem Gehirn oder der Lunge. Und so wird eben ein weiterer Schwerpunkt sein, in der Zusammenarbeit mit anderen Fachgesellschaften in interdisziplinären Sitzungen diese Erkrankung gemeinsam zu beleuchten. Und das ist ein großer Zugewinn für uns und ich freue mich sehr auf diese Sitzungen. Liebe Freunde der Kinder- und Jugendmedizin, wir freuen uns sehr, dass wir uns dieses Jahr in der ersten Oktoberwoche wieder treffen können, dass wir uns gemeinsam austauschen können. Wir haben ein ausgiebiges interdisziplinäres Programm aufbauen, erstellen können. Gerade die Themen Entzündung, Bewegung, Digitalisierung, die Pandemie natürlich stehen absolut im Vordergrund. Es ist auch ein soziales Programm möglich mit all den Einschränkungen. Es wird die Möglichkeit geben, sich persönlich, aber auch digital in Breakout-Rooms zu treffen. Alle diese modernen Medien haben wir versucht einzubauen, um den Kongress möglichst attraktiv und für Sie interessant zu gestalten.